I love that idea. That's a lovely, very spiritual idea. We're going to talk more and Jetzt haben sie meine Poren und alles gesehen. Alles. Was ist? Okay. Zweiter Tag hat begonnen. Wir sind jetzt in Bath. Und jetzt werden wir... Bubble Tea! Ich bin ein Bubble Tea. Okay. Und wir werden einfach herumgehen und es anschauen. Oha! Oh nein! And hitting you. I love their opening. For the win. Up. Yeah. Woo! Juggler, not Jesus, right? Bye! 4, 3, 2, 1. Look at it. Holy shit, get out of here! You shit yourself, huh? If I made you laugh, if I made you smile, if I'm 20, hells yeah, I'll go home even more happy. If you throw 50, man, I'll go home the happiest man in the UK. But if you throw in £100 or more, I'll go home with you, alright? I'll bring the whip. I'm a jerk, I'm really desperate, alright? Alright, behind the back. If I get it, go crazy. If I don't, go crazy. Push it. Death trap there. Sorry guys, I really tried my best here, but anyway, sometimes it just doesn't go to plan. Anyway, if you can take anything from this, try your best, whatever it is you do, yeah? I do. Anyway, that's all from me. My name is Crash Metal, come all along from Australia. I really do try my best, guys. Anyway, that's the best I could do.
Ja, das ist geil. Wir sind gerade im Büchergeschäft und wo findet man mich natürlich? In der Kinderabteilung. Gut, ich setze mich mal hier hin. Das ist Peppa Pig, oh mein Gott. Kindheit, sage ich nur. Kindheit. Elisa, willst du wissen, welches Buch ich kaufe? Was hältst du von dem Buch? Nicht für dich. So cool. Zeig mal deine Bücher. So im Vergleich so meine. Und dann ihre, zeig wie dick. Genial. Da geh mal hin. Maya Delikatessen. Geil. Ich mache jetzt einen Haul von den Sachen, die ich heute gekauft habe. Wir fangen an mit dem hier. Das ist ein Poster von so Art Wellen. Also nicht das berühmte Foto, wo die Welle drauf ist, sondern irgendein anderes. Ich blende euch das eh jetzt ein. Das Ding war, wir hatten keine Zeit mehr. Ja, aber ich wollte irgendwie ein Poster haben und das sah eh ganz cool aus. Aber ich habe nicht gemerkt, dass es zwei Stöcke in diesem Geschäft gab und unten waren viele Serien und Filme und vielleicht gibt es da How I Met Your Mother. Aber das habe ich jetzt nicht gesehen und so und wir mussten dann auch gleich gehen. Es war sehr traurig. Ich habe da also ziemlich einen Breakdown hatte ich schon. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, buhu! Da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. Nein, ernsthaft jetzt? Schon klar, das ist wirklich die kleinste Violine der Welt. Siehst du? Und das nächste war, wir waren ja bei, wie hieß das? Royal Sunbath? Nee, Royal Bath. Rome Bath. Und da habe ich mir ein Souvenir einfach gegönnt, weil ich denke mir so, sonst kaufst eh nie Souvenirs. Holst dir da mal was. Und zwar das hier. Das ist so ein Pin. Ja, das war sehr cool. Das hat, warte, wir müssen ja mal die Preise überhaupt vergleichen. Das Poster hat 3,99 Pounds gekostet. Das hier 2,99. Und dann das Beste kommt. Ich habe es glatt vergessen, aber dann doch nicht vergessen. Die Story kurz. Wir durften halt nicht alleine herumgehen, sondern mindestens zu zweit oder halt, wenn eine größere Group ist, ist es dann noch besser. Und dann waren wir plötzlich so. Dann waren wir plötzlich 9 Leute einfach und dann sind wir alle in ein Buchgeschäft gegangen, weil 2 Leute gleich reingegangen sind und ich habe das Beste gekauft. Ich habe so Bücher gekauft. So, vielleicht kennen das paar Leute. Da Mr. Perfect und da Mr. Cool. Und das ist halt einfach so, es ist Englisch und es ist genial. Genial. Und es gibt einfach von denen so viele. Krass. Aber ich fand die so cool. Die 2 Bücher habt ihr ja eh schon vorher gesehen. Also es war jetzt nicht so specialig. Extrem nice. Also hier nochmal zack und zack. Geil. Ich habe vergessen, den Preis zu sagen von den Büchern. Bücher, gell? Nicht der Part. Die Bücher haben, by the way, 7 Pounds und 45 Pennies gekostet. Hätte ich mir nie gekauft. Bist du behindert? Die sind voll geil. Aber so viel Geld für diese There is.
system.